Jo, hey, willkommen, mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir gesehen, was mit der Welt da draußen passiert. Es ist eine riesen Atombombe in die Luft geflogen. Wir wurden in Vault 111 eingefroren, sag ich mal, und wachten jetzt auf und bemerken, unsere Frau ist tot, unser Kind wurde entführt und ja, nicht sehr, sehr schön. Deswegen gucken wir mal, ob wir irgendwas hier machen können. Wir haben schon ein paar Kakerlaken da gesehen. Ist natürlich sehr beruhigend. Hi. Tut mir doch nichts, das Ding. Schlagstock. Oh, warte. Kannst du es wagen? Grüß dich. Riesenkakerlaken. Was zum Teufel? Darf ich mich hier erst umgucken? Explosiv? Ich hoffe ja nicht, ne? Erstmal dagegen hauen. So. Ich sehe aber keinen roten Dingens hier. So ein Zeichen, dass das ein Gegner gewesen ist. Freizeitterminal. Das war Realtime hier, dass ich darauf zugreife, ne? Aufseher-Memo. Denken Sie daran, die Nutzung der Freizeitterminals ist ein Privileg. Wenn die Arbeitsleistung unzureichend ist, kann diese Privileg jederzeit widerrufen werden. Genießen Sie verantwortungsvoll. Top 10. Rick, Tim, Gibben, Tiggum. Holoband auswerfen, rote Gefahr. Okay. Was? Hey. Was zum? Das erinnert mich doch voll an Matt. Da ist er wie ein Pac-Man. Nein. Okay. Sehr geil. Der tut Pac-Mans auf mich werfen, merke ich gerade. Okay, reicht. Okay. So, das kann ich also rausholen. Okay, jetzt habe ich das, ne? Sehr schön. Na, Becken, kann ich da trinken? Zu heilen. Ja. Noch nicht was strahlt anscheinend. Sehr gut. Kochplatte mitnehmen. Toaster mitnehmen. Ich da auch. Mal da? Nee. Okay. Na, was haben wir denn hier? Kann ich nicht so einen Stuhl mitnehmen und damit rumschlagen? Der ist ja bestimmt effektiver als so ein Schlagstock. Oder? Ich muss mir mal angucken, welche Sachen man öffnen kann und welche nicht. Diese Kartons anscheinend nicht. Muss ich mir merken. So. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen das und das? Ich glaube, der zweite Schlag ist stärker. Und da sollte ich vielleicht nicht durchgehen. Mir meine XP geklaut. Kannst du es wagen? Puff. Sehr gut. So muss das gehen. Was? Fängt sehr gut an. Schon von diesen Viechern Schaden. Oh, hallo. Was ist dir passiert? Wo sind alle? Wir sind tot, hast du doch gesehen. Ich will die looten, ihr seid aber nicht wert. Völlig irre. Ja, starken Angriff.
Ich schaffe jetzt hier nicht, die Viecher zu besiegen, ohne dass Schaden zu bekommen. So. Das ist aber schade, man ist ja nicht mehr sicher, ne? Im Menü, sag ich mal, wenn man irgendwelche Sachen lootet. Muss ich das mehrmals drücken? Ja. Ne, gedrückt halten geht auch. Auf den höchsten Schwierigkeitsgrad muss man sowieso von so was hier Gebrauch machen. Sonst freckt man. Ich hab das Gefühl, so, hier haben wir ganz viele Stimpacks. Da haben wir eine Pistole. Ich will die Pistole nicht ausrüsten. Für die Dinger brauche ich keine Pistole. Ist das alles, was noch übrig ist? Okay. Ich laufe ja mit dem Ding herum. Haarklammer, es hat Dingens hier. Bobby Pin. Ich habe übrigens Fallout 3 nur auf Englisch gespielt, deswegen weiß ich nicht, wie einige Gegenstände. Oh, das hat sich. Wieso habe ich gepfiffen? Einige Gegenstände auf Deutsch heißen. Und ja. Kann dann sein, was? Koffer für Q-Lad. Ich hole ich mir später. Was ist das denn? Voll die ultimative Waffe wahrscheinlich. Also, ich kenne jetzt nur Bobby-Pins und ich nehme an, das sind ja. Haarklammern. So, ich nehme aus meiner Erfahrung von älteren Fallout-Spielen jetzt erstmal einige Sachen mit. Wie zum Beispiel Zigaretten und so, die kann man meistens verkaufen. Und ja. Alles andere, was mir noch auffällig erscheint. Anweisung für Aufseher. Vault 111 ist dafür konzipiert, die Langzeitwirkung des Scheintods bei unwissenden menschlichen Testsubjekten zu ermitteln. Ihre Mitarbeiter werden kurzfristig mit der Überwachung gründlich. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen. Ungenutzte Kühlkammern werden bevorzugt zur Entsorgung sterblicher Überreste verwendet. Ich habe lange davon geträumt, den Kältschlaf in mobiler Form zu ermöglichen. Der Kyolator ist mein neuester Versuch. Glücklicherweise verfügen wir über ausreichende Mengen der benötigten Chemikalien und Komponenten, um einen Prototyp arbeiten zu können. Wenn Aufnahme von Bewohnern. Als Aktivierungsnachricht von Vault-Tec hat sich die gesamte Personal-Eingangsbereich 1 finden. Das haben wir da schon, glaube ich. Mitarbeiterpflichten, das haben wir, glaube ich, auch schon. Aufseher-Logbuch. Vorbereitungen. Da ist beendet, also bis Sanctuary Hills. Es ist passiert, wir hatten Glück, dass die meisten Mitarbeiter in der Nähe waren, als die erste Warnung kam. Wir hatten wenig Zeit als erwartet, als war von Nordhang fehlte, als wir den Eingang versiegelten. Oder lief problemlos, alle waren da, sogar die Familie, die bis zum letzten Minuten gewartet hatte. Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass die Leute mehr Verdacht hegten, aber dafür ging es wohl zu schnell. Systemdefekt. Komischer Vorfall heute mit Kapsel C3. Das Subjekt schien Herzrasen zu haben. Nichts lebensbedrohlich, aber ungewöhnlich. Wir haben beinahe zu spät gemerkt, dass die Kapsel eine Fehlfunktion hatte. Das Kyro-System hätte fast angefangen, sie aufzutauen. Wir sind uns nicht sicher, aber wir vermuten einen Fehler in Vault-Tec intern überbrücken. Vorräte werden knapp. Es gab noch keinen. Wenn die anderen glauben, dass wir einfach gehen können, wenn die 180 Tage um sind, dann sind sie verrückt. Die radioaktive Strahlung wäre immer noch stark genug, um jeden zu grillen, wenn wir die Vault versiegeln, zu früh öffnen. Ja, und dann irgendwann Meuterei, ja. Eine Gruppe unter Führung des Sicherheitspersonals hat sich an mich gewendet und verlangt, den Vault verlassen zu dürfen. Ich werde nicht die Tür öffnen, um da draußen verstrahlt zu werden. Ich versammle die verbliebenen Vorräte zusammen und sperre die Mitarbeiter ein. Wir müssen anfangen, Prioritäten zu setzen. Wer wie viel von den wenigen Vorräten hält? Ich war mit den Rationen dummerweise viel zu groß. Und wenn es manchen nicht gefällt, nun, dann haben wir eben weniger Mäuer zu stopfen. Wer hat das gedacht? Hier läuft irgendwas schief. Jetzt gehört, erinnern Sie alle Mitarbeiter an sich angemessen zu behalten. Okay, es gibt keine Mitarbeiter mehr. Da sind noch mehr. Oh Gott, die krabbeln jetzt an den Wänden. Nein, ja, das habe ich da. Oh,
Oh Gott. Ah, ich werde die ganze Zeit verstrahlt von den Viechern. Nicht gut. Wenn ich schon von den Viechern einen Schaden kriege, ne? Ich krieg ja aber noch locker ein Level ab. Wenn es so weitergeht. Kann auch was anderes kommen aus der Red Kakerlaken. Eine Agilität ist aber nicht so. Fast. Lebt denn überhaupt noch wer? Hat es jemand nach draußen geschafft? Sieht nicht so aus. Alle sind tot. Ja. Wer hat das gedacht? In einem Vault tut mal irgendwas glatt laufen. Gab es irgendwie irgendeine Vault, in der mal alles... Ach, ich bin wieder hier, ne? In der alles glatt lief. Oder in dem nicht irgendwie Experimente gemacht worden sind. Oh. Von jedem ja Schaden. Ich meine... Eins wird irgendwie dafür benutzt, um Leute zu klonen und so. Ich weiß gar nicht, was mit Vault 101 gewesen ist. Da die Aufgabe war. Schien nur relativ normal zu sein. Übrigens, Pip-Boy. Okay. Endlich mal. Hallöchen. Okay, cool. Cool. Hier sind unsere Werte. Skills, ja, Skills, nicht Perks. So, eine Pistole haben wir. Schlafstock. Zwei Pistolen können wir irgendwie reparieren wieder. Kleidung. Können wir den anziehen. Mir hat irgendwie was Wahrnehmung 1. Okay, nehmen wir das. A-Klammer, die ist für Dingens, glaube ich. Und hier irgendwelche Sachen. Zeitreiseanfänger, Aufgaben, Werkstätte, Statistiken. Brauche ich noch nicht viel. Karte. Oh, wir haben eine ganze Weltkarte. Sehr schön. Radio muss ich ausmachen. Sowieso nichts. Okay, cool. Aber da läuft die Zeit. Da hält die Zeit an, oder? Ein bisschen übertrieben. Aber warum sind da noch Skelette übrig? Also ich freue mich schon richtig auf das Spiel. Weil ich frage mich schon, was als erstes passieren wird, sobald wir rausgehen. Oh Gott. Ja, bitteschön. Die absolute Hölle, keine Ahnung. Wenn man den Schwierigkeitsgrad hier bedenkt. Kann ich jetzt noch mal alles ändern, ne? Oh ja, hier sind wir wieder. Warum sind die Skelette da draußen? Ich meine, was? Also hier drin, ey. Was ist hier passiert?
Name, Special, Attribute ändern, Aussehen ändern. Also warte, ich glaube, ich tue meinen Namen ändern. Und zwar einfach nur in Daniel. Weil das passt irgendwie so mehr hier rein. Ne, okay. Fertig, verlasse den Vault. So, ich habe mich jetzt Daniel genannt und fertig. Wie sieht's denn jetzt da draußen aus? Mr. Gatzi wurde von General Atomics International als Gefechtsalternative zum Hausroboter Mr. Handy entwickelt. Stimmt. Aha. Weil nicht Daniro hört sich irgendwie so komisch an in nicht-japanischen Spiel. Was ich ja normalerweise hab. Sollte ich vielleicht anmerken, das ist das erste Spiel so, das übrigens so ab 18 ist, deswegen. Ja, für die Leute, die noch unter 18 sind, sollten das vielleicht nicht angucken. Geh nach Hause, ja. Oh Gott. Ja, das ist wunderschön hier. Ei. Aber hier fliegen auch Vögel herum. Hier sind natürlich auch noch Leute. Kann ich noch mal Sachen bewegen? Nicht so. Und nein. Molotow-Cocktail, right away. Rüste sie über den Pip-Boy aus und halte R2 gedrückt und lasse sie wieder los, ja. Auf First Aid Box. Bereitet das Wasser. Ja, das ist wieder unten wahrscheinlich, ne? Oh, so, ne. Ja, dann gehen wir mal nach Hause, würde ich sagen. Dass meine Pistole nicht rechtzeitig auf die wechseln kann. Oh Gott. Ja, wunderschönes Land hier, ne? Diesen Anblick muss man sich gewöhnen. Ah, das wird so schön. Warte, was? Crab, das war zu essen. Kronkorken. Unser erster Kronkorken. Das ist übrigens die Währung in diesem Spiel. Davon werden wir sehr viel brauchen, wahrscheinlich. So, ich weiß nicht, ob das hier noch so scripted ist oder zufallsmäßig ist, wie in Fallout 3. Deswegen könnte theoretisch schon irgendwas kommen. Um mich fertig machen. Man kann wieder Sachen ernten. Was will man denn ernten im Ödland? Hup, Blume. Einfach alles mit, was ich hier finde. Das ist auch wieder was. Blutblatt. Sollte mich nicht so weit vom Weg her entfernen, weil da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich irgendwas fertig gemacht werde. Da kann ich überhaupt sprinten. Ach, da unten rechts AP. Bin ich gut, dass man hier sprinten kann. Weil man ist richtig lahmarschig durch die Gegend gelaufen in Fallout 3. Weil mich immer gestört hat. Aber wir gehen natürlich jedes einzelne Haus hier abchecken erstmal. Oh Gott. Oh Gott. Euch lasse ich mich nicht kaputt hauen. Ihr spielt zwar auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, aber von Red Kakerlaken lasse ich mich hier nicht fertig machen. Hi, was meinen wir? Nuka Cherry, was? Neue Nuka Cola? War mal nett. Ich hoffe wirklich, einige Leute freuen sich auf das Projekt so sehr, wie ich mich auf das Spiel hier freue, weil mir macht das jetzt schon unglaublich Spaß, obwohl wir noch nichts gemacht haben. Oh, ich werde so viel Spaß haben, die ganzen Orte zu erkunden.
Sind so. Oh, hallo. Oh, wir haben eine Haarklammer. Okay. Oh Gott. Eine goldene sogar. Goldene Haarklammer, ja. Passt irgendwie, ja. Ne? Schmalzlockenperücke. Was? Muss ich sehen. Inventar. Charisma. Ja. Ja, recht analog, ne? Okay, wir haben schon einige Wertverbesserungen. Darauf wird das Spiel wahrscheinlich mehr so ausgelegt sein. Deswegen hat man auch am Anfang so wenig zur Verfügung gehabt, nehme ich an. Den will ich mitnehmen. So, eine Hundehütte. Ich meine, man konnte sich nicht mit R3 ducken in Fallout 3. Bin mir aber nicht sicher, weil er kommt mir irgendwie so ungewohnt vor. Mein Schraubturm mit, ne? Ich glaube, ich werde so 30 Minuten Parts machen, weil ich kann nicht versprechen, dass in jedem Part irgendwas Interessantes passiert. Deswegen sollte ich vielleicht längere Parts machen, um das ein bisschen zu kompensieren. So, ich glaube, da wollen die nicht, dass ich reingehe. Wo muss ich überhaupt hin? Ich muss da. Hallo? Bist du der Dingens? Ja, ist denn das die Möglichkeit? Du bist es wirklich. Sie sind es wirklich, bitte. Das kann nicht sein. Meine Güte. Sie haben es getan. Diese Mistkerle haben es getan. Alles ist tot. Alles ist tot? Ach ja, denn gar. Die Schmetterlinge waren zugegebenermaßen im Plan. Wie ich jetzt aussehe. Wenn doch nur Ihre Frau helfen könnte. Wo ist sie überhaupt? Sie haben sie getötet. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge. Ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja. Eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimme. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Schon lieben das. Hör auf, solche Fragen zu stellen, der ist auch nicht hier. Wir haben ihn weggenommen. Ist fort, verdammt! Jemand hat ihn entführt. Ich aussehe. Sie haben mir meinen Sohn weggenommen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. 200 Jahre? 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, Sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Oh mein Gott, was? Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Manchmal hätten die ja Leute Informationen nach Kronkorken vor. Du kannst versuchen, die Leute zu überreden, sie dir doch zu überlassen. Wie schwer ist es, jemanden zu überreden? Erkennst du an der Farbe? Gelb, einfach, orange, mittel, okay. Cotsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Oh, Sir, das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemanden, den man denkt. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gewohnt. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC ein. Der hat Probleme. Und das Auto, wie soll man Rostkohle? Bleib bei mir. Konzentration. Ich weiß.
weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schicken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Ist immerhin etwas. Danke. Danke, Cotsworth. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch. Okay. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. Aber geh nicht zu weit, ich muss nur hier erkunden. Schieb da einfach hier. Ich hoffe, der wartet irgendwo an einen Ort. Ich möchte nämlich hier noch ein bisschen gucken. So, wo war ich denn jetzt schon drin? Ich weiß das gar nicht. Da war ich drin. Ich habe mal eine Brücke in dem letzten Ding bekommen. Soll vielleicht nicht hier einfach so rausgehen und alles zu erkunden. So, kann ich die nutzen? Nein, nein. Ich brauche ein paar HP wieder zurück. Silberne Tasche, oder? Provisorische Bombe. Ja. Oh, eine Knarre. Im Bad. Natürlich. Was sonst? Oh. Mögliches Passwort. Ihr Bezahl. Okay, das weiß ich noch, wie das geht. Was haben wir denn hier? Bomben drin. Sehr gut. Sanctuary Hills, die Pietro. Es ist völlig mit den Nerven fertig und muss sich dringend entspannen. Das sage ich ihm schon die ganze Zeit und biete ihm sogar Hilfe an. Aber bis jetzt keine Chance. So wie es aussieht, verhandelt er sich selbst mit einem Küchendiät. Baker, der beste Scheißjob im Aluhut. Bin Kohle für 7 Ampullen Daytrip mal die Woche. Pfeift sich bestimmt jeden Tag ein rein. Alles, was recht ist, um die Gänge zu bekommen. Rosa, versucht immer noch, ihr Buffout zu besorgen. Hätte nicht erwartet, dass es von der Rationierung getroffen ist. Aber es ist, wie es ist. Sind das Drogen? Sachen. Klingt nach Drogendealer hier. Dabei bin ich ihm gar nicht mehr sicher, ob die Wirklichkeit für sie ist. Okay. Concord. Das war eine Zahl. Okay, alles so Drogendealer-Sachen. Will ich jetzt nicht unbedingt sehen. Isaac. Ja, Boston. Wir sind in Boston, glaube ich, ne? Er holt sich jede Woche ein paar Daytripper. Kleine Menge. Coole Leute, keine Probleme. Ja, mit seinen Kunden, ja. Sonstiges. Ja, lese mir jetzt nicht. Muss nicht eh sein. Das ist wie bei den Büchern in Skyrim. Also wenn ich jedes einzelne Buch hier lesen würde, jeden einzelnen Eintrag, dann wird das noch ewig dauern. Deswegen lassen wir das. Ganz ehrlich, man muss ja wirklich nicht alles lesen. Ich meine, manchmal sind auch wirklich hier Sachen, die einen nicht wirklich was weiterbringen, die man sowieso vergessen hat irgendwann. Dann haben wir die Munitionstasche. Okay. Also, Entschuldigung, wenn ich nicht alles nehme und alles lese und alles mache, tue und so. Ja, auch so ein Plattenspieler oder was. Aber ich sehe gerade, wir haben 29 Minuten. Okay, ich sollte vielleicht den Part gleich beenden, nachdem ich hier reingeguckt habe. Nachdem ich hier nicht reingeguckt habe, nachdem ich da reingeguckt habe. Kochstation, okay. Oh Gott! Boah, ist das Ding groß! Guck ich das mal an! Okay. Nach einem Arzt oder. Achso, das ist dieser orange Balken. So, ich suche mir mal irgendwie einen sicheren Ort. Hier. Und dann beende ich den Part. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sag Tschüss, bis zur nächsten Folge.